Shavuot ist, wenn man so will, das Siebenwochenfest, das nach Pesach stattfindet. Es ist, wenn man es mal auf die biblische Zeit bezieht, das zweite Wallfahrtsfest oder auch das zweite Mehlopferfest gewesen. Die Zeit des Zählens von Pesach bis Shavuot sind eben jeden Tag eine Garbe von Getreide, die sozusagen geschwenkt und geopfert und gezählt wurde. Dann war der Tempel weg und man musste sozusagen ja zu einem neuen Inhalt kommen. Und der neue Inhalt ist halt, dass sich die Rabbiner überlegt haben, das ist vom Ablauf her eben 7 Wochen nach Pesach. Und das heißt, sie haben sich dann überlegt, wo waren die Israeliten nach ihrem Auszug da? Sie waren am Berg Sinai, sie haben die 10 Gebote empfangen und auch die Tora. Und so hat das Shavuot sozusagen über die grundsätzliche Bedeutung als zweites Wallfahrtsfest und als altes Mehlopferfest eben heute die Bedeutung, dass es der Tag ist, an dem 10 Gebote und Tora gegeben wurden. Das Matan Toratenu, also die Zeit, wo unsere Tora gegeben worden ist. Sie sind natürlich sehr präsent. Das finde ich, muss man einfach schon sagen, sie sind im Judentum deshalb so präsent, weil sie sozusagen den eigentlichen Kern darstellen. Und da sind ja so unterschiedliche Dinge drin, wie Ehre Vater und Mutter, morde nicht, halte den Sabbat, verwende Gottes Namen nicht sozusagen leichtfertig oder schwöre nicht auf ihn leichtfertig. All diese Dinge sind darin enthalten und tja, so ist menschliches Leben nun mal, auch wenn wir sie kennen, sind sie nicht jedem und immer in jeder Situation präsent. Das ist bedauerlich, aber das ist so. Und es hat ja auch Versuche gegeben, zum Beispiel in der DDR, da gab es ja andere 10 Gebote oder sozusagen die Rechte des Werktätigen und der Volksgemeinschaft drin standen. Das ist sozusagen ja auch immer wieder dieser Versuch gemacht worden, sie zu aktualisieren. Ich glaube, man soll beim Original bleiben und wenigstens versuchen, sie so in seinem täglichen Handeln zu berücksichtigen. Naja, sagen wir mal so, die 10 Gebote haben zu, würde ich jetzt mal fast sagen, allen Zeiten eine sehr große Bedeutung gehabt, denn du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst deine Eltern mit Ehre und Respekt behandeln. Das sind ja alles Dinge, die sozusagen sehr fundamental für eine Gesellschaft, für eine humane Gesellschaft sind. Und wir alle wissen, wie schwer das mit der Humanität auch selbst im 20. Jahrhundert noch gewesen ist. Also das ist sozusagen etwas, was noch immer sozusagen als ein Soll, du sollst, über uns schwebt, uns voranbringt und hoffentlich auch den richtigen Weg zeigt. Wie ich mal sage, es gibt natürlich noch ein 11. Gebot, also das, was du sozusagen nicht willst, was dir ein anderer antut, das tu keinem anderen an, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind sozusagen die Dinge, die sich eigentlich aus den 10 Geboten heraus ergeben, aber die man auch nochmal hinten dran sagen kann und die ja auch ganz wichtig in der Tora sozusagen herausgestellt sind. Die Frage, sind die 10 Gebote nur für die Israeliten und die Nachfahren der Israeliten, also die heutigen Juden da oder für alle? Naja, sie wurden eben nicht irgendwo in einer Hauptstadt gegeben, sondern mitten in der Wildnis, an einem ziemlich unwirtlichen Berg. Und ich würde das einfach mal so sagen, die gesamte Tora ist ja, ja, die Juden oder die Israeliten sollen sie in besonderer Weise halten und auch ehren und auch vorantreiben. Aber am Ende ist das schon etwas für die ganze Welt, weil man sozusagen auf seiner eigenen Scholle, wenn man da die Gebote hält, und rund um einen herum ist Mord und Totschlag, da auch nicht glücklich wird. Also ist das sozusagen etwas, was weit über die Israeliten oder die Juden hinaus gilt. Und das sieht man ja auch daran, dass
die hebräische Bibel in Form des Alten Testaments ein ganz wesentlicher Teil auch des Christentums ist, dass die 10 Gebote dort auch eine ganz große Rolle spielen. Und insofern würde ich jetzt einfach mal sagen, in den Adaptionen, die die hebräische Bibel und auch das Neue Testament dann im Koran gefunden hat, spielt es auch dort eine große Rolle. Also man könnte schon sagen, dass die drei monotheistischen Religionen ganz sicherlich da auch eine rote Linie haben, die sie miteinander verbindet.